Ich widerlege Mythen, Legenden, Geschichtsverfälschungen und politische Märchen, an die ein Großteil der Wählerschaft glaubt. Das gesamte Wissen der deutschen Wissenschaft und Technik ist in die USA völkerrechtswidrig überführt worden. Wir müssen uns nicht wundern, dass die Vereinigten Staaten auf allen Feldern versuchen, uns das Licht auszublasen. Ich denke schon, wir könnten mehr Souveränitätsrechte beanspruchen, wenn wir wollten. Es war einfach eine Selbstentmachtung Deutschlands. Aber es wird der dummen deutschen Öffentlichkeit völlig anders verkauft. Deutschland wird verramscht, kaputt gemacht, besetzt. Es ist ein absolutes Beuteland. Insofern stimmt dieser Titel auf den Punkt.